Erst vor kurzem ist bei mir in der Werkstatt hier dieses Paket angekommen. Ein Paket voll mit diesen coolen Fräsern. Das hier ist natürlich nicht die beste Lagermöglichkeit für diese ganzen Fräser. So werden sie stumpf, wenn sie die ganze Zeit aneinander knallen und man sieht auch gar nicht, welche Fräser man genau hat. Aus diesem Grund werde ich mal im heutigen Video ein schönes Fräserregal bauen, das wird in etwa hierher kommen. Das Ganze werde ich aus Massivholz machen, mit Massivholzverbindung, und speziell hier werde ich mal was ausprobieren, was ich noch nicht gemacht habe, um das Ganze halt herzustellen. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich werde das Ganze heute aus Eichenholz herstellen. Vier Teile brauchen wir nur, um den Grundrahmen zu bauen. Das Ganze soll in etwa so zusammengebaut werden. Ich habe hier auch mal die Position mal markiert, wie wir das Ganze bohren werden. Seht ihr gleich. Hier diese Teile sollen einfach so hier dazwischen kommen. Hier möchte ich einmal ausprobieren, das Ganze mit eckigen Kanten hiermit zu verbinden. Bei den nächsten werden wir das Ganze hier auch noch abrunden, damit es ein bisschen einfacher geht. Hier muss jetzt erstmal ein Bohrfutter rein. Wir werden 15er Zapfen herstellen, das heißt, dass wir hier auch einen 15er Forstbohrer brauchen. Hier habe ich mir einmal die Mitte markiert. Das Ganze habe ich hier mit meinem Mittelfinger gemacht, aber um einmal auf Nummer sicher zu gehen, habe ich hier auch das Ganze einmal mit dem Messschieber angekratzt. Auf der Kamera kann man es wahrscheinlich nur erahnen. Wichtig ist jetzt, wenn wir das Ganze bohren, dass wir den Anschlag immer auf die gleiche Seite drücken, damit unsere Zapfen nicht so leicht versetzt sein werden. Und diese Ecken hier, die stemme ich jetzt einfach mit einem Stemmeisen aus. Ich nehme dazu noch so einen kleinen Hilfsklotz, damit ich daran mein Stemmeisen führen kann. Unser Zapfen haben wir natürlich noch nicht. Unser Zapfenloch haben wir. Das müssen wir jetzt so zuschneiden, dass es auch hier reinpasst. Eine Möglichkeit wäre, das Ganze an der Oberfräse bzw. an der Tischfräse zu machen. Mein Frästich ist aber nicht so gut, deswegen schneide ich sowas ganz gerne an der Tischkreissäge. Bauartbedingt kann ich meine Tischkreissäge, also das Sägeblatt, nicht ganz versenken. Deswegen muss ich mir hier noch so ein Brettchen drauflegen, damit ich nicht zu tief schneide. Und mit ein bisschen Nachstellarbeit passt dann dieser Zapfen auch echt ziemlich genau in unser Zapfenloch rein. Ich muss ja ehrlich sein, das ist auch für mich das erste Mal, dass ich in Eichenholz so eine Verbindung hergestellt habe. Dafür, ohne Leim, sieht das jetzt echt schon richtig, richtig gut aus. Eine sehr schöne Methode, die man auch gut nachmachen kann. Das hier ist unser Grundrahmen. Hier müssen wir natürlich noch solche Regalböden reinbekommen. Und da werden wir jetzt erstmal mal ein bisschen Holz herrichten. Muss ich hier natürlich meine ganzen Positionen markieren und ich will das nicht ausmessen. Ich wollte mal hier was ausprobieren, und zwar habe ich mir einfach ein passendes Distanzstück gemacht, habe hier auch extra die Fasern gerade so ein bisschen angeschliffen, damit sich da kein Staub dazwischen liegen tut. Das nehme ich mir jetzt einfach, packe das hier drauf, halte es fest, zeichne mir hier meine Linie und lege dann hier mein Holz an und zeichne hier dann die nächste Linie. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert und ob das dann am Schluss auch genau ist. Hier ist es ganz wichtig, dass kein Staub hier unten in der Kante drin liegt. Optional könnte man sich hier eine eigene Leiste herstellen, wo vielleicht eine etwas größere Faser unten angefräst wird, damit der Staub so ein bisschen Platz hat.
um hier dagegen gedrückt zu werden, also in die Phase. Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher. Ich mache einfach hier die Kante immer ein bisschen sauber. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier noch die Rundungen von unserem Bohrer in unserem Zapfenloch haben. Bei der ersten Zapfenverbindung habe ich hier das Loch eckig gestemmt und jetzt werde ich mal hier diese Zapfen rund machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so das Gegenstück fertig zu machen, damit das Ganze auch zusammenpasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Methode ihr benutzt, ob ihr die Löcher eckig macht oder ob ihr die Zapfen rund macht. Jetzt sieht das hier schon gar nicht so verkehrt aus, das ist auch schon recht stabil, aber hier diese einzelnen Streben, auf die dann später noch Blätter drauf kommen werden für die einzelnen Regale, die werden wir noch ein bisschen anschrägen, weil ich finde, das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Jetzt können wir mal anfangen, das Teil zu verleimen. Ich gebe da einfach einen Tropfen Leim in das Zapfenloch und dann ziehe ich das an die Seiten von dem Zapfen. Ist natürlich gut, wenn die Kamera läuft und ich das Ganze hier zusammenleime. Ich glaube, ihr könnt euch aber vorstellen, was ich gerade getan habe. Leim rein und dann das Holz rein. Emma, du guckst halt irgendwie ein bisschen komisch. Bis ich noch ein bisschen entspannt hin hier. Eine kleine Massage. Gut. Ja, ne? Der zweite Tag vom Projekt hat angefangen. Ich habe heute fleißige Unterstützung in der Werkstatt. Alles ist trocken. Wir können jetzt weitermachen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass hier solche Brettchen draufkommen, auf die dann später diese Kästen draufkommen, in die die Fräser reinkommen. Das war ein schwieriger Satz. Ich habe auch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr sowas nachbauen möchtet, probiert das ruhig mal mit Hartholz. Gerade Buche, Eiche, da macht das schon echt viel mehr Spaß, weil ich habe solche Massivholzverbindungen ja schon hergestellt, aber dann öfters in weicheren Hölzern und das hier ist echt, das hier macht schon viel mehr Spaß, weil es funktioniert irgendwie besser. Du fragst dich jetzt vielleicht, welches Holz ist günstig und hart? Dann schau vielleicht mal nach Buchenholz, das ist auch ein ganz guter Allrounder. Das hier sind die ganzen Schreiben, die ich jetzt hergestellt habe. Und dadurch, dass ich hier einen kleinen Steg in der Mitte stehen gelassen habe, kann ich das jetzt ganz entspannt auseinanderbrechen. Okay, ganz entspannt auseinanderbrechen ist das nicht. Das ist hier ganz verwurzelt. Deswegen werde ich es doch schnell an der Bandsäge auftrennen. Als nächstes können wir das Ganze verleimen. Ich benutze dafür wie immer meine Rohrschraubzwingen. Und ich weiß, ein paar Leute werden es in die Kommentare schreiben. Ist ja auch, das stimmt ja auch. Also diesmal ist es echt lächerlich. Und zwar, wann sind sie denn endlich wieder vorrätig? Ich kann es euch leider nicht genau sagen. Es ist so hardcore dieses Mal, die stecken noch im Zoll fest. Seit längerem. Das ist echt ganz, ganz doof. Aber hoffentlich sind sie bald wieder auf meiner Webseite vorrätig. Während die trocknen, können wir uns mal die Fräser anschauen. Natürlich will ich hier niemanden beirren. Das hier sind alles Fräser für meine Horizontalfräse für Metall. Schaut euch das mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Das sind so um die 120, 130 Fräser. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür genug Platz habe. Jetzt werden wir uns um das Holz kümmern, wo diese ganzen Fräser reinkommen. Das werden wir jetzt vorbereiten und mal schauen, wie viel ich da unterbekomme. No matter what they call it.
Unsere ganzen Fräser sind jetzt an Ort und Stelle. Das sieht auch schon wirklich sehr, sehr schön übersichtlich aus. Das ist mir aber noch ein bisschen unsicher, die einzelnen Kästchen hier einfach nur in die Regale reinzustellen. Da muss nur jemand dagegen kommen und das Ganze fliegt schon und das wäre natürlich gar nicht gut. Während des Projekts ist mir eine Idee gekommen, wie ich das Ganze hier einfach sichern kann, dass die Kästchen nicht aus den Regalen rausfallen und das siehst du jetzt. Das Fräserregal ist an Ort und Stelle, sieht super gut aus und da habe ich jetzt eine schöne Übersicht über die ganzen Fräser, die ich habe. Nochmal zur Verdeutlichung, hier steht meine Horizontalfräse und direkt daneben befinden sich jetzt die ganzen Fräser. Ich bin echt super happy, wie das geworden ist. Hier die Fräser sind hier sehr, sehr stabil drin, das heißt, wenn da mal jemand dagegen kommt, sollte das nicht so das große Problem sein. Man kann sie aber trotzdem noch ganz gut rausnehmen. Zack, und jetzt stehen sie wieder schön sicher an ihrer Stelle. Mich würde sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn dann bekommst du auch in Zukunft meine Videos vorgeschlagen. Ich muss auf jeden Fall jetzt da hinten noch ein bisschen aufräumen, denn später kommt noch eine große Holzlieferung. Die muss hier nämlich ihren Platz noch finden. Das wird aber ein Projekt für sich. Auf dieser Seite findest du jetzt noch zwei weitere Videos. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.